Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier gerade gestartet in Schneizelreuth und befinden uns hier gerade beim Aufstieg zum Ristfeuchthorn. Ja, etwa 1000 Höhenmeter geht's darauf. Und dann steigen wir auf der anderen Seite wieder ab durch die Weißbachschlucht. Viel Spaß mit dem Video. Vom Parkplatz in Schneizelreuth starten wir unsere Tour auf das Ristfeuchthorn. Kurz hinter dem Parkplatz führt uns der Steig bereits in den Wald hinein und es geht in vielen Kehren sehr steil bergauf. Zum Wald können wir dann bereits den Ausblick ins Saalachtal genießen. Noch vor der Steilwand biegt der Weg nach rechts ab und führt uns dann quer, aber immer noch ziemlich steil am Hang entlang. Dann erreichen wir einen Kessel und der Weg biegt nun nach links ab. Der Blick hinter uns lässt uns dabei bereits den Thumsee sowie Zwiesel und Hochstaufen erkennen. Immer noch ziemlich steil geht es weiter hinauf. Nach ein paar Kraxeleien queren wir die ersten Schneefelder und erreichen eine Lichtung mit einer schönen Jagdhütte. Hinter der Hütte geht es weiter bergauf und immer mehr Schneefelder sind nun zu überqueren. Dann erreichen wir die Kreuzung nach Weißbach, wo der Weg nach rechts zum Gipfel abzweigt. Zunächst noch schneefrei, geht es ab dem höchsten Punkt dann wieder durch den tiefen Schnee zum Gipfelkreuz vom Ristfeuchthorn. So, jetzt sind wir oben angekommen, hier am Ristfeuchthorn. Gipfelkreuz steht da hinter mir. Ja, so langsam ziehen auch schon die ersten Wolken jetzt auf. Also vorhin hatten wir noch richtig Sonne. Ja, und vor uns geht es jetzt gleich wieder bergab. Allerdings nicht über unseren Aufstiegsweg, sondern wir werden jetzt absteigen Richtung Weißbach und dort dann über die Weißbachschlucht zurück nach Schneizelreuth laufen. Vom Gipfel aus genießen wir nun den eindrucksvollen Ausblick in die Berchtesgadener Alpen. Vom Gipfel aus folgen wir dem tief verschneiten Bergrücken zurück zum Abzweig nach Weißbach. Hier steigen wir nun bergab und folgen dabei dem schmalen, aber einfachen Pfad durch den Wald. Vorbei an einem umgestürzten Baum biegen wir am folgenden Abzweig dann rechts nach Weißbach ab. Der Steig führt uns dann auf eine breite Forststraße, welche uns nun weiter aus dem Seitental hinausführt. An einer Kurve folgen wir dann einer Wegmarkierung. Über den schmalen, aber gut markierten Steig geht es nun bergab und wir nähern uns der Weißbachschlucht. Über eine rostige Brücke überqueren wir die Schlucht und nach einem kurzen Anstieg biegen wir links ab auf einen unscheinbaren Pfad, welcher uns tiefer hinab in die Schlucht führt. Vorbei an einem Wasserfall erreichen wir die Weißbachschlucht und überqueren den rauschenden Bach über eine Brücke. Wir folgen dem Weg nun in südöstlicher Richtung durch die eindrucksvolle Schlucht. Die malerische Weißbachschlucht im Berchtesgadener Land wurde seit dem 15. Jahrhundert zur sogenannten Trift, dem Transport von Holz, genutzt. Der mit Geländer, Drahtseilen und Brücken ausgestattete Weg führt im leichten Auf und Ab, aber stets sehr flussnah, links am Wasser entlang. An etlichen Stellen stößt der schön angelegte Weg dabei direkt ans Wasser.
Die verheerenden Überschwemmungen im Frühjahr 2013 machten einige Erneuerungen notwendig, müssen neue Versicherungen und Brücken angebracht werden. Am Ende der Schlucht folgen wir nun weiter dem breiten Wanderweg, welcher hier parallel zur deutschen Alpenstraße verläuft. An einer Brücke führt uns der Weg dann auf die andere Straßenseite. Das letzte Stück laufen wir dann auf der gesperrten Straße zurück nach Schneitzelreuth. Nochmal. 1, 2, 3.